Poseidon, Herrscher über die Meere und Erdbeben und König des Atlantischen Reiches. Thetis, Göttin der Meere und Königin von Atlantis. Marmara Meer. Sie lieben sich in ihren Betten. Thetis. Sie wird schwanger. Dieses Baby wird Istanbul genannt. Mutter der Welt. Thetis, Vater der Welt. Poseidon. Der Schoß der Welt ist das Marmara Meer. Stirn des Babys, Beylik, düzü linkes Auge, Küçükçekmece. Kapje Schilköy, Lippen Seytinburnu, Hals des Babys, Bosporus, Brust des Babys, Kadıköy, Kartal, Bauch des Babys, Gefze, Hüfte des Babys, İzmit, Füße des Babys, die noch wie Fischschwänze aussehen, Karamürsel, Çınarcık, Yalova, Hüfte der Thetis, Bauch der Thetis, Brust der Thetis, Halsband der Thetis, Thetis rechte Schulter, Thetis Haare. Ihre Lippen sind Thetis Nase. Die Nase der Thetis ist die Nase des Phönix und die Augen der Thetis. Poseidon, Kinnnase. Seine Augen sind die Stirn des Poseidon. Das Haar des Poseidon, die Zivilisation von Atlantis, wird im Marmara-Meer aus der Liebe von Thetis und Poseidon geboren. Erdbeben und Tsunamis vertrieben Atlantis. Poseidon, Insel Kreta, Thetis Anatolien. Noahs Arche ist der Kontinent Atlantis. Aber ein Schiff, das so groß ist wie der Kontinent Atlantis, kann von jeder Tierart eine Probe nehmen und hat genug für diese Tiere. Füttern. Natürliche Umgebung kann unterbringen. Im Norden Zyperns sitzen die Männer, im Norden Zyperns sitzen die Frauen, im Süden Zyperns sitzen die Homosexuellen, genau in der Mitte. Kretas Sexualorgan ist das Ägäische Meer, Anatoliens Sexualorgan ist das Ägäische Meer. Wenn ein Mensch im Mutterleib gezeugt wird, reist die Seele von Georgien nach Istanbul. Wenn ein Wesen stirbt, reist die Seele von Istanbul über das Schwarze Meer nach Georgien. Und von Georgien aus verlässt die Seele die Atmosphäre, verlässt unser vierdimensionales Universum und reist in das fünfdimensionale Reich der Geister. Der Jungfrauenturm ist die Tochter der Thetis und der Jungfrauenturm ist auch der linke Eierstock aller Frauen. Am Fuße des Jungfernturms Sperma und weibliches Ei. Sie kommen zusammen und die Seele umhüllt sie und wickelt sie ein. Troja ist der Name von Troja. Das Sperma ist die trojanische Burg, die Eizelle der Frau. Und das Sperma dringt in die Eizelle ein. Wenn das Baby den Mutterleib verlässt, hinterlässt es die Plazenta im Ägäischen Meer. Die Insel Lesbos ist die Plazenta, die das Baby zurücklässt. Seht euch ihre Form an, sie sieht aus wie eine Satteltasche. Die Inseln in der Ägäis sind Blutgerinnsel, die aus der Nabelschnur des Babys tropfen und sich in unzählige Inseln verwandeln. Das Schwarze Meer bedeutet in der Sprache des Unterbewusstseins Sterben. Das Mittelmeer bedeutet Leben, das Marmara-Meer bedeutet Leben, das Marmara-Meer bedeutet den Mutterleib. Das Ägäische Meer bedeutet Abtreiben. Wenn ein Baby per Kaiserschnitt aus dem Mutterleib geholt werden soll, werden 7 Schichten im Mutterleib durchtrennt. 7 Schichten werden im Mutterleib durchtrennt. 7 Schichten werden im Mutterleib durchtrennt. 7 Schichten der Erde werden erreicht. 7 Schichten des Erdbodens. Das Baby, wenn das Baby normal geboren werden soll, zieht sich der Bauch der Mutter zusammen, Erdbeben und Tsunamis entstehen. Poseidon löst die Erdbeben im Marmara-Meer aus, sodass Erdbeben und Tsunamis das Baby vom Marmara-Meer in die Ägäis und das Mittelmeer treiben. Erdbeben im Marmara-Meer werden von Poseidon ausgelöst. Erdbeben und Tsunamis können auftreten, sodass das Baby von Marmara in die Ägäis und dann ins Mittelmeer geschoben werden kann. Die Gebärmutter besteht aus Muskeln, damit das Baby durch den Gebärmutterhals geschoben werden kann.
Das Marmara-Meer besteht aus Erdbebenverwerfungslinien, sodass das Baby vom Marmara-Meer ins Mittelmeer geschoben werden kann. Erdbebenforscher und Geologen untersuchen. Wir alle fragen uns, warum besteht der Meeresboden des Marmara-Meeres aus so vielen Verwerfungslinien? Weil der Mutterleib aus Muskeln bestehen muss. Staatsidee. Jedes Wesen wird aus dem Marmara geboren. Jedes Wesen wird aus dem Marmara geboren. Es braucht Muskeln bei der Geburt, Verwerfungstaschen. Muskeln des Mutterleibs, Refik, Korkmaz, Unterbewusstes, Symbol Wunschtrainings. Er präsentierte ihnen das Marmara-Meer.